So, oder? Fleißig geht's weiter. Genau. Ich werde heute auch mal rausgehen. Wieder was? Zurück. Ja. Hey, bitte, ein was, Weltwunder. Hallo? Du willst wirklich vor die Tür gehen? Arbeiten? Ja, aber ich muss mir vorher noch was anziehen. Ich habe dir extra irgendwo eine Stoffrüstung reingepackt. Oder hat sich die der Valet geholt? Nein, und ich werde mir erstmal noch hier diese anderen Klamotten hier aufwerten. Ihr habt ja gesagt, das geht auch, ne? Oder was, dass Klamotten die noch auf Level aufwerten? 1 sind. Die, ja, bei mir ist die Hose auf Level 12. Oder wenn man die neu macht, die Klamotten. Ach so, genau, ja. Besser, oder? Ja. Ja, wir befinden uns ja jetzt in einer neuen Aufnahmesession. Wir sind jetzt alle klüger. Durch Kommentare, ja, durch genau. Self-Gaming und all so Sachen. Dank eurer, eure lieben Kommentare, lieben und netten Kommentare, haben wir jetzt voll die Ahnung davon. Ja, bei mir eigentlich hauptsächlich durch selber spielen, weil bei mir kommentieren ja noch nicht so viele Leute. Aber das kommt. Na. So, jetzt muss ich erstmal wieder reinfinden. Ich weiß gar nicht, was wollte ich überhaupt machen. Ach ja, die Schmiede. Ich werde erstmal jetzt ein paar Sachen ablegen und dann nach draußen gehen. Nur arbeiten. Ja, nur arbeiten. Ach Gott. Wir müssen noch arbeiten. Den ganzen Tag. So. Ich geh jetzt raus. Wer steht mir hier im Weg? Kommst du nicht durch, Alter? Ich schwöre, Bruder, ich komm. Ah, das klingt falsch. Warte mal kurz. So, wo ist... Na, ich... Ja, wie auch immer. Egal. Ja. So, jetzt muss ich aber erst echt mal gucken, wo ist denn jetzt die olle Schmiede? Ach da. So, wir brauchen... okay, kleine Schmiede. Kannst du die jetzt bauen? Theoretisch kann ich sie bauen. Ich brauche nur einen Blasebalg. Also brauchen wir... ein Kind und... Nee, Quatsch. Ein Kind, ja. Ein Blasebalg, oder? Wieso ist die mittlere Kiste... Achso, ja, stimmt. Das war ja Wellets Privatkiste. Aha. Ja, da sind private Pornos drin. Ja. Wo haben wir denn unser ganzes Material? Sammlung. Ach, hier. Wir müssen das eh mal umordnen, so dass halt beim Lagerfeuer dann irgendwie das ganze Essen drin liegt. Das heißt, ja, hier drüben also werde ich ja dann eh wahrscheinlich erstmal eine Schmiede bauen, weil die erzeugt Hitze. Und wenn wir da die ganze Zeit in der Nähe sind, kriegen wir die ganze Zeit Hitzschlag. Ich habe irgendwie Hunger, aber egal, ich gehe trotzdem nach draußen, auch wenn ich jetzt am Verhungern. Hey, wer macht denn da die Tür zu? Ich soll immer die Tür zumachen, sagst du doch. Was ist denn los da? Ja, du hast ganz genau gesehen, dass ich hinter dir war. Habe ich, ja, okay. Und wieso ist die Tür hier kaputt? Irgendjemand hat die Tür kaputt gemacht. Ja, das waren bestimmt die Zombies. Oh, hier sind Zombies. Überall. Nein, ich muss wieder hoch. Hilfe. Ich dachte, du wolltest rausgehen. Ich bleib doch zu Hause. Ja, aber... Ein Zombie da. Ja, ein Zombie, hallo? Das sind voll viele. Wohl. Ein Zombie hinter dir. Sind voll viele. Ich komme ja gleich mal runter. Ich kümmere mich noch ein bisschen. Oh, okay. Jetzt weiß ich, was du meinst mit voll vielen. Basis. Ja, die kommen alle hier hin. Komm zurück, Wellet. Hier, da kommen drei und von der anderen Seite kommen auch noch. Hinterm Auto, Wellet. Ja, pass auf, ja, hinter alles dir. Gut. Hinter dir. Piano. Oh, okay, sind echt viele. Ah, okay. Das sind keine Ahnung, was müssen die alle vor unserer Haustür machen. Wir müssen die aber kaputt kriegen. Wenn die ganze Zeit hier sind, wird's nervig. Ja, ich komme gleich runter und dann helfe ich. Ich suche ja, gleich. Ja, nee, also ich werde jetzt erstmal abhauen und irgendwo hingehen. Sieben Zombies? Sieben Stück? Okay, dann komme ich doch lieber gleich mal runter. Sechs. Ich habe falsch erzählt. Ja, ich mache mich jetzt auf jeden Fall auf den Weg. Bra. Wieso habe ich null Pfeile? Okay, einer ist schon mal tot. Kopf ab. Nee, Quatsch, was mache ich denn? Achtung, Baumfeld! Ich bin schon gar nicht mehr drin im Spiel. So. Erstmal ein paar Pfeile machen und dann geht die Sache ab. So, wo seid ihr? Zwei also Stück ich bin gerade woanders und ein paar Bäume am Fällen. Ach, da bist du. Lelit! Help me. Help. Da haben sich ja auch viele Leute drüber aufgeregt, dass die Kollisionsabfrage hier nicht stimmt. Also ich finde, ich komme damit super klar. Bis dato ich eigentlich auch. Aber ich habe damit auch keine Probleme. Also ich habe damit Probleme. Das ist viel zu langsam. Ach Quatsch. Nein. Das ist halt kein COD, wo du 50 mal messern kannst in der Sekunde. Ja. Nein, aber die Zombies, die können viel schneller zuhauen als man selbst. Was ja, soll das musst, denn? Die sind man, doch tot oder halb tot. Man muss es halt abtimen. Und wichtig,
wichtig ist, dass man auf den Kopf zielt. Genau. Oh ja, geil. Noch ein Eisenrohr. Gut, Zombies sind fast alle tot, oder? Oh, da ist noch einer. Hier sind noch zwei. Also ich würde dann eh sagen, dass wir halt, nachdem wir die erste Horde überlebt haben, dann weiterziehen werden in ein anderes Gebiet. Du wolltest ja auf den Bauernhof. Ja, also beziehungsweise draußen auf dem Land gibt es auf jeden Fall mehr zu essen als hier. Ja, es gibt ja auch noch irgendwie so ein Maisfeld oder Kornfeld. Gibt es ja, auch. Ach scheiße, jetzt habe ich Sandwich. Apropos, ich muss ein bisschen unsere Verteidigung aufmöbeln. Ich wollte eh noch wissen, wie man die Fallen macht, die du gemacht hast. Ja, du gehst auf Werkzeuge und Fallen und dann baust du nicht die Holzstacheln, die reichen vielleicht für die erste Welle. Aber bau am besten gleich spitze Stämme. Ah, okay, und das sind die, die du da stehen hast bei uns da, oder wie? Nee, da habe ich nur die Holz-Dingsies, aber bau am besten spitze Stämme und die platzieren wir dann ringsherum um kritische Punkte. Die kann man auch aufwerten mit Holz und Metall. Aber dafür braucht man erstmal nur Holz, oder? Nur Holz, reines Holz. Ah, übrigens, wenn ihr Bäume fällt, also komplett fällt, dann lassen die meistens Samen fallen. Und ihr könnt ihr dann einfach irgendwo, wo eine Wiese ist, einfach mit L2 wieder pflanzen. Dann dauert es 2 Tage und es wächst ein neuer Tausenderbaum draus. Also ich habe bis jetzt noch nirgendwo gesehen, dass ein Baum Samen fallen gelassen hat. Doch, das passiert auch. Doch, Ahornsamen, glaube ich. Genau, Ahornsamen. Okay. Ja, ich habe auf jeden Fall noch ein paar irgendwie oben in der Truhe. Die können wir ja auch bei uns zu Hause pflanzen, oder? Geht das ja, auch? Das ist... Ja, klar. Einfach nur fruchtbare Erde, ne? Ja, genau. Man braucht halt fruchtbare Erde. Aber das findet man ja eigentlich. Es gibt sogar, ich habe sogar ein Gebiet gesehen, das habe ich in meiner privaten Welt. Das sind lauter Ruinen, verbrannte. Und wenn du da reingehst, kriegst du permanent Hitzschlag. Also da steigt deine Temperatur bis auf 130 Fahrenheit, ey. Ich habe es gesehen. Da bin ich ja auch in meiner Welt zuletzt gewesen. Ich wäre da fast nicht mehr rausgekommen. Das war ein bisschen arg. Und ich weiß, warum die Lizzie so schnell aufgelevelt ist. Durch das ganze Bauen. Ja, weil ich die ganze Zeit am Baum bin. Ihr macht ja nichts hier. Ihr seid nur, keine Ahnung. Da hinten ist ein Abwurf, aber ich habe keinen Bock, da hinzugehen. Wo ist der Abwurf? Ah ja, warte mal. Geh doch. Mach mal, erledige mal was. Er wird hier angezeigt. Also, Zombie! Hilfe, der fällt gerade runter, der Abwurf. Wo ist mein Haus? Wo ist unser Haus? Ich bin hier, keine Ahnung, wo sind wir hier? Ich gehe zum Abwurf. Wir haben noch Zeit, das schaffe ich noch. Ich hab Angst. Ja, ich laufe gerade auch zum Abwurf, aber es könnte sein, dass ich jeden Moment tot bin. Ich hab sehr viel Hunger. Sehr viel Hunger? Ich sehe dich, Lizzie. Bist du hier hinter mir, Black Devil? Bisschen, oder? So 50 Meter ungefähr, könnte man sagen. Da vorne landet der Abwurf. Ja, ich weiß, ich hab ihn markiert. Hast auf der Karte. Hast du etwas zu essen dabei? Ich hab ein altes Sandwich dabei, so ein angebissenes. Okay. Geh doch einfach zurück zu unserem Haus und guck doch danach. Wir haben doch, Ja, aber ich bin doch gerade jetzt beim Abwurf. Ja gut, dann geh erstmal zum Abwurf. Und ich hab vergessen, wo unser Haus wohnt. Markierung auf der Karte hilft. Ja, aber hier sind so viele Zombies und irgendwo ist der Abwurf. Und ich werde jetzt jeden Moment aufgegessen. Ja, ich helf dir. Keine Panik, wir kriegen das zu zweit hin, okay? Da vorne ist ein Zombie. Den werden wir ja wohl hinkriegen, oder? Hallo, guck mal, wie viele da sind. Ich sehe einen. Links von dir ist ein Dicker. Ja, die Linken da, die lassen wir in Ruhe. Oh, warte mal, ich muss erstmal Pfeile nachladen. Und gute Nacht. Ich laufe einfach mal hier oben vorbei. Ich brauche meinen Eisenstrübel. Ey, irgendjemand hat mich angekotzt. Wer war das? Wow, shit. Ja, ich glaube, die Zombies holen uns. Ich bin überhitzt. Ja, bin hier oben, aber sehe keinen Abwurf. Wo ist denn der? Ich habe ihn markiert auf der Karte. Keine Panik, ich komme dann gleich hin. Okay. Oh, da läuft ein Huhn. Töte es. Nein. Fleisch. Wie nein? Es ist zu weit weg. Also. Ja, ich habe keinen Bock, dem Huhn hinterher zu laufen. So rum. Eier. Wir brauchen zig hundert Federn. Also, genau, was heißt zig? Also, zig hundert nicht unbedingt, aber halt auf jeden Fall eine Menge. Ich habe übrigens ein cooles. Da vorne. Ach, da hinten. Ich habe übrigens ein cooles Wieso kleines... hängt er denn einfach so in der Luft rum? Ja, der kommt dann gleich. Kommt gleich auf den Boden. Das dauert nicht mehr lang. Ah, okay. Ich habe noch ein cooles kleines Rezept entdeckt. Und zwar, wenn du Eier hast, und damit meine ich nicht die zwischen den Beinen,
Wenn du Eier hast, dann kannst du damit mit Fleisch zusammen, kannst du dann Eier und Speck machen, auch ohne Kochgrill, einfach so. Ah, sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Na, Lootgeierin, bist du schon dran? Ja, da waren Medikamente und irgendwie so ein Waffenteil, aber ich würde jetzt erstmal wieder zurückgehen. Ich habe keine Ahnung, den Weg verloren. Ach nee, da hinten. Wird angezeigt, genau. Mach ich's doch einfach wie du. Ich lass dich jetzt in der Wüste stehen. Ich muss jetzt erstmal nach etwas Essbarem suchen. Hier, haben wir hier irgendwas? Nee, ich habe gar nichts mehr. Ich habe nur noch Eier. Ich esse jetzt ein Ei. Und noch ein Ei. Aber nee, das gibt weniger Ausdauer. Na, das ist blöd. Verdammter Mist. Das weniger Ausdauer ist eigentlich nicht so schlimm. Du musst nur ab und zu mal kurz stehen. Ja, und ich habe eine Vergiftung und habe viel zu viele Klamotten gerade an. Wird hier mal irgendwas... Oh, ein Glaskrug. ...ausziehen. Oh, da ist das Scheiße. Hier irgendwas... Komm her, du Hühnchen. Nee. Ich brauche deine Antibiotika, Federn. Antibiotika... Halt, bleib stehen! Antibiotika brauche ich gerade. Evil Chicken, bleib stehen. Verdammt, schon wieder drüber geschossen. Mann. Nein! Oh, ich habe gar keine Ausdauer mehr. Ich muss jetzt hier irgendwie den Berg hochkommen. Oh, jetzt reicht's mir, ich mach dich mit Knüppel kalt. Komm her! Wo bist, bist du vor mir weitergelaufen, oder? Ja, ich bin abhauen? Das... Mann! Ich bin... Warte mal kurz, ich muss mich da... Oh, scheiße, wo ist es hin? Verdammt. Ah! Wow, scheiße. Shit. Oh, fuck. Ah, da verfolgt man Huhn und man kriegt's mit einem Zombie zu tun. Ich hab mich ich hab keinen Zombie gesehen. Ich hab mich wirklich nur kurz hingestellt, einmal im Kreis gedreht und auf einmal stand ein Zombie 2 Meter hinter mir. Boah. Ja, und mein Charakter hat ein bisschen Durst und er ist überhitzt und pipapo. Na, ich bring erstmal jetzt die Beute nach Hause. Ja, ich muss auch nach Hause wegen Antibiotika. Wo bist du denn rumgelaufen? Ich? Ja? Also wo warst du gerade? Ich habe Steine gesammelt. Mhm. Aber die hättest du da auch bei uns sammeln können? Ja, ich wollte eigentlich zum Schatz hin, aber dann habe ich gemerkt gehabt, dass ich überhitzt bin, dass das dann nichts werden würde. Weil bei uns sind ja eh noch ein paar Unebenheiten auf dem Boden. Und ja, dann muss die müssen wir die mal... ja, Lizzie. Musst du dir halt mal eine Schaufel schnappen, ne, Lizzie? Ja. Arbeiten? Ich bin wieder mitten in der Wüste irgendwo. Okay, bin wieder zu Hause angekommen und werde jetzt erstmal die Sachen einlagern und mal eine neue Tür dann bauen. Ja, ich bin auch gleich wieder zu Hause, aber ich brauche noch Tier heute. Brauche noch Tier heute. Unbedingt. Wofür? Für den Blasebalg, damit wir die Schmiede bauen können. Ah, okay. Das Problem ist egal, was für ein Tier oder eine Kuh oder ein Bär. Nee, das ist vollkommen Banane. Das geht sogar bei die Zombie-Hunde. Solange man eine Knochenklinge dabei hat, kann man auch das dann machen. Wie viele Punkte habe ich überhaupt? Oh shit, ich habe fast kein Wasser mehr. Okay. Wir müssen unbedingt ein bisschen Wasser abkochen. Oder wir haben doch. Ja. Soweit ich weiß, so, die Tabletten sind so gut wie alle hier drin, oder? Warte mal, Spieler? Nee, warte mal, wie ging denn das nochmal? Charakter? Wo war denn das? Ah ja, auf Touchpad. So, Pelisi. Anzeigen. Ach genau, wie war das nochmal, was die eine Person kommentiert hat? Auf die... Moment, auf... Nee, auf unseren Namen gehen, oder? Oder wie war das? Ja, ach genau, wir müssen uns erstmal wieder eine Anfrage senden. Verbündeten von erhalten. Okay, Moment. So. Kann ich das nicht irgendwie annehmen? Nö, ich habe jetzt gerade wieder nichts von dir bekommen. Ja, oder senden wir einfach mal eine Einladung, also eine Anfrage. Kann ja sein, dass es dann klappt. Ach nee, ich hatte dich schon als Freund, sorry. Ich hatte dich schon als Verbündeten. Ja, ich auch. Ich auch, deswegen. Das galt anscheinend noch. Das war anscheinend noch. Nee, also jetzt sind wir wieder miteinander befreundet, weil vorher wurde ach, bei mir nichts angezeigt. Rechts auf, da ist der, da musst du einen Haken reinmachen bei Kompass und verfolgen. Ah, oh, okay, jetzt sehe ich das natürlich. Okay. Ah, sind wir blöd, okay. Ja. Okay, Lizzie, du bist jetzt grün bei mir und Abu, du bist blau. Ja, bei mir bist du grün, Black Devil. Du gehst auf unseren Namen.
Also ja. Du gehst mit dem Touchpad dann quasi dann halt. Auch verfolgen. Da ist ja dieser schwarze Balken, da klickst du einfach drauf, dann kommt da so ein Haken. Ach, okay. Das ist wie so ein Fensterchen. Jetzt sehen wir uns immer auf dem Kompass oben. Das ist schon mal sehr gut. Wunderbar. Das ist ein Wunderbärchen. Ein Wunderbärchen. Wo hatten wir denn nochmal Tabletten und alles? Die sind bei dir hier. Ich habe da ein paar reingelegt, neben dir, in der einen Kiste. In der dritten Kiste. Bei euch im Zimmer auf jeden Fall. So, ich leg nochmal ein paar Fallen bei unserem Eingang hin, also bitte nicht reinsappen, okay? Okay. Hoffe ich nochmal. Ja, ich sag's nur, vorher. Weil, das geht schnell, wenn ihr da mal in der Hektik seid oder so. Ich versuche es, hinzubekommen, dass ich da nicht so reintrete. Ich guck mal, wie viele ich legen kann. Also wenn wir da vier machen und dann hier vielleicht nochmal vier, dürfte das okay sein. Oh nein, das Büschlein muss noch weg. Platsch, platsch. So, das Büschlein ist weg. Na, komm schon. So, und hier nochmal vielleicht eine. Und eine haben wir noch übrig, die lege ich mal halt nach... Die lege ich mir hier hin. So. Und jetzt rüsten wir das Ganze noch ein bisschen auf. Und das dürfte dann so halbwegs für die erste Welle reichen. Ja, so halbwegs. Also ich hatte persönlich natürlich ein bisschen mehr. Oh cool, ich habe 10 Fähigkeitspunkte. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ich machen muss. Aua, fuck. Siehst du, ich bin schon wieder selber reingelaufen gerade. Ah, jetzt hat's gerade geleckt und ich bin reingeflogen. Also wenn ich gleich sterb, nicht wundern. Nur kennen wir ja mittlerweile. Ja. Wir bräuchten vielleicht mal eine neue Holztür, oder? Nur vielleicht. Können wir mal machen, ja? Sehr geil. Ich habe gar nicht mitbekommen. Sorry, dass ich euch dazwischen habe, aber ich habe eine Machete gefunden. Eine Machete? Okay. Eine richtige Machete? Habe ich jetzt erst gesehen. Aber ich nenne es mal Level 12. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ob es auch solche Klingenwaffen gibt, weil ich habe davon noch nichts. Ja, guck. Warte mal kurz. Ah, okay. Ich will sehen. Okay, so, die Tür ist halbwegs verstärkt. Seid ihr da oben? Ja. Oh ja, cool. Nicht schlecht. Gleich mal ausprobieren. Gar nicht mal so unverkehrt. Wir haben schon... 5 Uhr haben wir schon. Ja, aber das geht noch. Wasser. Oh shit, ich muss mal was trinken. Ja, so, wo sind denn jetzt hier diese Fallen? Ja, das mit dem Wasser, das wird langsam blöd. Wir brauchen echt mal einen Kochtopf. Ach, haben wir immer noch keinen? Ja, wir brauchen nur einen Eimer, oder? Hä, wir hatten doch einen Kochtopf. Hattest du nicht gesagt, du hattest einen? Nein, ich hatte, was war das? Reagenzglas oder so hatte ich. Ach so. Gefunden, aber keinen Kochtopf. Ja, scheiße. Ja, wenn ich die Schmiede hätte, könnten wir uns einen machen, natürlich. Aber dazu fehlen mir halt die Tierhäute. Ja. Alter, was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, gut. Dann mache ich halt mal 92 Pfeile. Ah, was? Nee, ich habe hier was. Jetzt können wir irgendwas machen. Aber, warte mal, können wir das da reinlegen? Nee, oder? Ich schaue mich ein bisschen um. Vielleicht finde ich was. Nee, ich habe das trübe Wasser hier weggeworfen. Ja, du hast es auf den Boden geschmissen. Ich habe es aufgehoben. Ah, okay. Doch, wir haben... Nee, wir haben noch keinen Kochtopf. Aber wir können doch Flasche Wir können Wasser irgendwas kochen. Ich habe ja da ja... Ja, das war der Messbecher. Aber der nützt uns leider nicht viel. Okay. Der nützt uns leider wirklich nicht viel. Kannst du mir bitte kurz Wasser zurückgeben? Ich muss was trinken. Natürlich. Achtung, ich habe es auf den Boden geschmissen. Danke sehr. So. Hatten wir denn wirklich wo gar kein liegt denn nochmal, wo liegt Essen? Ist hier Essen? Nee, Nein. So, ich habe noch ein paar Vitamine mitgebracht und Schmerzmittel. Und eine Dose Hundefutter habe ich gefunden. Mal wieder. Was haben wir denn hier? Ansehen. Futtern wäre auch nicht schlecht. Lebensmittelvergiftung. So. Ja, ich komme da nicht rüber. Brauche unbedingt eine Flasche was zu trinken. Nun gut, mach mal dann.